Oh Mann, jetzt bin ich hier endlich da. Oh, langsam aussteigen. Oh, es wird mal wieder Zeit, Geschäfte auszurauben. Oh, Hände hoch, oder es wird unangenehm. Gib mir das ganze Geld, was ihr heute verdient habt. Sonst passiert hier noch was ganz Schlimmes. Oh, Officer Lamy ist schon auf dem Weg. Und Moment mal, ich glaube, hier vorne ist es. Einmal aussteigen und Hände hoch. Hey, du Verbrecher. Die Polizei? Wie kann das denn sein? Oh ja, und jetzt Hände hoch. Auf keinen Fall. Ich werde hier alles auseinandernehmen. Oh nein, Waffe weg. Du kommst jetzt mit mir ins Gefängnis. Aber ich will doch gar nicht ins Gefängnis. Oh doch, aber ins Gefängnis wirst du jetzt reingesteckt. Und Moment mal. Emily, das bist doch du. Lamy, ich kann das erklären. Oh Gott, du kommst jetzt her, Emily. Das wird unangenehm für dich. Oh, Emily, was fällt dir denn ein? Du kannst doch nicht einfach ein paar Geschäfte ausrauben, nur damit du ein bisschen Geld bekommst. Emily, steig jetzt ins Auto. Ich fahre dich in deine Zelle. Aber ich musste es tun. Oh nein, das musst du nicht. Das Einzige, was du musst jetzt ins Gefängnis gehen. Oh, ich habe aber gar keine Lust ins Gefängnis. Da gibt es nur so Gefängnisfraß und es ist so langweilig. Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Oh nein, Emily, ich bin ein Polizist. Ich bin der Polizist Lamy und ich sorge für Gerechtigkeit hier in Brookhaven. Oh Mann, okay, dann steck mich schon in die Zelle. Na los, jetzt rein da. Oh Gott, was fällt dir denn eigentlich ein? Das war doch so eine dumme Idee. So, Emily, du kannst jetzt aussuchen. Entweder du gehst hier in diese Zelle oder in diese Zelle. Dann gehe ich in diese Zelle hier. So, dann würde ich sagen, einmal rein mit dir und zugemacht. So, Emily, jetzt wirst du hier erstmal eine Woche bleiben. Eine Woche? Aber das ist doch viel, viel zu lange. Oh ja, tja, das ist aber deine Schuld. Pech gehabt. Mann, ey. Und hey, Freunde, ich bin Lamy. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, wie ihr seht, ich bin heute mal ein Polizist und ich habe gerade meine Freundin Emily verhaftet. Aber was fällt dir denn ein? Die ist einfach eine Kriminelle geworden. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Aber Freunde, lasst auf jeden Fall erstmal dem Video einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos auf gar keinen Fall mehr verpasst. Und Freunde, kommentiert noch etwas Liebes in die Kommentare, damit ihr ein Herz bekommt. Und ihr könnt ja mal ein paar Ideen reinschreiben, was Emily und ich hier in Brookhaven noch alles machen sollen. Und ich würde sagen, Freunde, wir als Polizisten müssen natürlich für Recht und Ordnung hier in Brookhaven sorgen. Deswegen, Freunde, stecken wir immer die ganzen Kriminellen einfach in die Zelle. Und wir gucken mal, na Emily, wie geht's dir so in deiner Zelle? Wie soll es mir denn gehen? Es ist so langweilig hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, das ist dein Problem. Dann hättest du nicht kriminell werden sollen, sondern wie ich einfach ein Polizist werden sollen. Aber Lamy, sei doch jetzt mal ehrlich, dieser Polizeijob, der ist doch eigentlich gar nichts für dich. Warte mal, was meinst du denn, Emily? Wie kommst du denn darauf? Also, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und ich glaube, der Job ist doch viel, viel zu langweilig für dich. Was meinst du denn? Das macht doch Spaß, die ganzen Kriminellen zu verhaften. Was? Das macht doch gar keinen Spaß. Das macht viel, viel mehr Spaß, kriminell zu sein. Das stimmt doch gar nicht. Kriminell zu sein, das ist böse und ich bin ein guter Mensch. Lamy, und was ist, wenn ich dir einen kleinen Deal anbiete? Moment mal, ein Deal? Worüber redest du denn, Emily? Ich bin an einer großen Sache dran, aber alleine schaffe ich das nicht. Vielleicht könntest du mir ja helfen, Lamy. Warte mal, helfen? Nein, 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 nein. Du bist kriminell und ich bin gut. Ich helfe doch kein Kriminellen. Lamy, denk doch mal darüber nach, was wir alles machen können. Wir könnten uns dicke Häuser kaufen und richtig, richtig teure Autos. So richtig teure Autos? Ein Lamborghini und ein Porsche auch? Ja,
Ganz genau, und noch viel mehr Autos. Aber dafür musst du mich bei meinem Plan unterstützen. Freunde, was meint ihr? Soll ich den Weg als Polizist aufgeben, um kriminell zu werden? Ich glaube, das ist doch gar nicht so schlau. Aber Emily, ich bin irgendwie ein bisschen neugierig. Deswegen erzähl mir mal von deinem Plan. Oh, sehr gut, Lami. Ich habe die ganze Ausrüstung, die wir brauchen, schon versteckt. Und ich weiß, wo die Karte von der Bank ist. Wir können also ganz einfach in den Tresor einbrechen. Und diesmal ist da so viel Geld, Lami. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh, das klingt doch super. Ich liebe Geld. Aber Lami, dafür musst du mir noch so einige Sachen geben. Moment mal, einige Sachen? Okay, und was ist es, Emily? Also zuerst brauche ich eine Polizeiuniform, sonst fliegen wir doch direkt auf und dann lande ich wieder im Gefängnis. Stimmt. Mit der Polizeikleidung wird man echt nicht verdächtig und dann könnten wir wirklich so tun, als wären wir Polizisten. Ganz genau, Lami. Und somit ist unser Plan sicher. Okay, dann zieh dich mal um, Emily. Okay, Lami. Aber Freunde, was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Wird sich der Weg als Krimineller lohnen oder nicht? Ich hoffe doch. Ich meine, ich gebe jetzt meinen Job auf, um kriminell zu werden. Aber Freunde, es geht um wirklich sehr, sehr viel Geld. Und Emily hat gesagt, ihr Plan ist auf jeden Fall mega, mega gut. Und Freunde, ich vertraue natürlich meiner Freundin. Und deswegen werde ich heute auch kriminell sein. Jo, Lami, ich habe mich umgezogen und bin eigentlich bereit für unseren kleinen Einsatz. Oh, Alter, wie siehst du denn aus? Du siehst wirklich aus wie ein kleiner FBI-Agent. Oh, wirklich? Also so richtig cool und polizistenhaft? Ganz genau. Aber ich würde sagen, Emily, als Tarnung nehmen wir auf jeden Fall noch unser Polizeiauto, oder? Oh ja, Lami, denn wir brauchen die größtmögliche Tarnung, die wir bekommen können. Ganz genau. Und ich glaube, mit dem Polizeiauto sind wir auf jeden Fall mega unauffällig. So, ich glaube, als Polizisten können wir auch auf jeden Fall durch die Vordertür reingehen. Was meinst du? Ja, also das können wir machen. So unauffällig wie möglich und auffällig ist unauffällig. Was sagst du? Ganz genau, das kannst du laut sagen. Okay, Emily, oh, hier ist die Karte. Na los, wir müssen die nehmen und dann ab in die Tür. Wir sind Polizisten und machen nur eine Bankkontrolle. Oh ja, nichts anderes. So, Lami, mach mir mal die Tür auf. Tut mir ja leid. So, Lami, hier hast du die Bombe, aber bitte pass auf. Okay, Emily, das wird jetzt mega laut sein. Das heißt, danach müssen wir auf jeden Fall verschwinden, okay? Okay, dann halt dir mal die Ohren zu. Und, Gott, oh Gott, der Tresor ist offen und der Alarm ist auch ausgelöst. Schnell. Oh Gott, Lami, wir müssen schnell raus hier. Okay, auf geht's da draußen durch den Lüftungsschacht. Oh Gott, ich stecke fest, ich bin zu dick. Lami, beeil dich. Aber hast du gesehen? Diesmal haben wir 2 Taschen voller Geld. Lauf schneller, Emily. Wir müssen verschwinden. Wir müssen uns wirklich beeilen. Oh Gott, nicht, dass uns jemand sieht. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall wieder mit dem Polizeiauto wegfahren, okay? Das okay, ist am unauffälligsten. Lami, aber tu doch die Tasche aus der Hand. Oh Mann. Ist ja gut. So, du bist drinne und los. Wir müssen uns jetzt ganz schnell ein neues Haus kaufen. Oh, wir können uns jetzt eine richtige Villa kaufen. Los geht's. Und da sind wir, Emily, unser Zuhause. Oh, Lami, ich hab doch gesagt, das war der allerbeste Plan. Ich meine, guck dir unser Haus an und unser Auto erst. Ganz genau, wir haben eines der teuersten Autos einfach gekauft. Und guck dir das mal an, unser Haus ist so groß. Oh, Lami, und es ist so schön. Ich kann's kaum fassen. Boah, wie luxuriös. Ganz genau, und Freunde, was denkt ihr?
Hat sich der Weg als Krimineller gelohnt? Als Polizist könnte ich mir sowas nämlich nicht leisten, Emily. Oh nein, das habe ich dir auch immer gesagt. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören und ein Schnöselpolizist sein. Naja, Freunde, jetzt war ich auf jeden Fall ein Krimineller. Aber jetzt machen wir natürlich keine kriminellen Sachen mehr. Wir waren jetzt einmal nur kriminell, wo wir die Bank ausgeraubt haben. Wir haben uns ein Auto gekauft. Wir haben uns ein schickes Haus gekauft. Ich meinte natürlich eine große Villa. Aber Freunde, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ganz, ganz lieb. Was meint ihr? Hat sich der Weg als Krimineller gelohnt oder nicht? Also ich muss sagen, das hat sich mega gelohnt. Und Freunde, falls ihr mehr von Brookhaven sehen wollt, dann vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und natürlich den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann verpasst ihr solche Videos auch nicht mehr. Und Freunde, schreibt noch ein paar Ideen in die Kommentare, was Emily und ich hier noch so alles in Brookhaven machen sollen. Oder machen wir das gerne für euch. Und dann würde ich sagen, Freunde, jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch die letzten zwei Videos abchecken. Schaut noch unbedingt bei meiner Freundin Emily vorbei, denn bei ihr haben wir auch noch mega coole Minecraft- und Roblox-Videos aufgenommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder und ciao! Tschüss!